Kebasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge. Was hältst du davon, Coach? Wir sind für euch wieder hier am Start mit Reaction Content. Was geht ab? Was geht ab, Mike? Was geht ab, Community? Ich heiße euch herzlich willkommen. In dem letzten Video haben wir schon drüber geredet, dass wir vielleicht auf Ada mal wieder reagieren sollten. Das erste Video kam ja gut an und viele haben sich gewünscht, dass du auf ein komplettes Video von ihm mal reagierst. Wie aber die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat seine Reise, sein Ziel, ja, das wurde gebremst. Und was es damit auf sich hat, darfst du dir jetzt anschauen. Ich habe vorher noch nicht zu viel verraten, damit du das... Ja, was ich rausgehört habe, ist, dass es natürlich jetzt aus irgendeinem Grund nicht weitergeht. Ja. Ich hatte in dem Video mal in Aussicht gestellt, dass der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass es nicht klappt, weil halt sein Körper das noch nicht mitmachen kann. Ja. Oder selbst wenn er das jetzt zum Beispiel schon 30 Jahre machen würde, dass er einfach Pech hat, dass sein Körper sowas generell nicht mitmacht. Mhm. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, Ada ist ein Athlet, der von Berlin nach New York laufen wollte, 3000 Kilometer, also fast jeden Tag, eigentlich jeden Tag ein Marathon oder mehr. Und ja, jetzt darfst du dir das Video anschauen und uns deine Meinung sagen. Schauen wir mal. Okay, let's go. Im MRT kommt so die Frau zu mir und fragt mich so, hast du Schmerzen? Und ich so, nein. Sie so, okay, wie lange ist die Verletzung jetzt schon? Ich so, 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Sie so, hast du schon mal davor einen Bruch? Ich so, nein. Dann ist sie wieder so weggegangen und ich in meinem Kopf war so, hä? Dann sind zum Warteraum wieder, ihr wisst ja, Warteraum ganz ruhig. Ich bin so wieder in meinen Gedanken. Auf einmal, Paul sitzt so neben mir, stupst mich so an, guckt er mich so an. Bro, egal was heute passiert, wir finden eine Lösung. Ich habe so eine komische Energie von ihm bekommen, so seine Mimik in seinen Augen, ich habe irgendwas komisches gesehen. Ich meine so, was meinst du? Ja, ich habe die Bilder gesehen. Und? Also ja, sieht anders aus. Ich so, was anders? Was sieht denn anders aus? Also willst du sehen? Ich so, ja. Auf einmal gucke ich mir so das Bild an. Das sah auf jeden Fall gar nicht gut aus. Also schlechter als die MRT-Bilder davor. Viel schlechter. Ich dachte mir erstmal so, hä? Was geht jetzt ab? Weil es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Also die Bilder sehen schlechter aus, aber mein Gefühl ist viel, viel besser. Meine Schmerzen sind weniger. Also man sieht einfach, der Knochen ist durchgebrochen. Ich so, denke, ist der Knochen jetzt durch, oder? Hier, der Kleine in der Mitte. Okay. Hm, ja. Mit Schienbein sein, oder was? Gehe ich mal von aus jetzt. Oder was ist das? Gute Frage, ja. Es war, glaube ich, an seinem... So, ich stehe normal. Ja. Ich stehe auf, ich denke mir so, ja, okay, ich stehe auf einem Bein. Auf dem Bild ist es einfach durchgebrochen. Also so gefühlt, was heißt durchgebrochen, aber es ist so ein Riss. Ja. Man sieht wirklich so ein Riss. Ja, sind ja beides keine Ärzte, so, ich habe das gesehen. Deswegen, ja, aber... ich dachte so, das kann jetzt nicht sein. Ja, safe. Ich denke mir so, das kann ja auch nicht sein, weil es hat ja gar keinen Sinn. Und ich sehe einen Tag davor, ich mache noch Front Squats und so. Bulgarian Split Squats auf einem Bein nicht. Und Schmerzskala ist null. Null. Vor allem mal so mitten im MRT. Okay. Wow. Was wir jetzt noch nicht richtig gesehen haben, ist natürlich, wo genau oder was genau das ist. Es ist definitiv der Unterschenkel. Denke ich, das hat man gesehen, so an der Form, die man da sieht, ist das irgendwas vom Knie abwärts, der Unterschenkel wahrscheinlich. Würde auch zu der Knochenstruktur passen, weil das so ein bisschen aussieht, als wäre das so die Tibia, halt so, ne, unten der Anteil Schienbein. Und dass da in der Innenseite quasi was gebrochen ist. Was auch erklären würde, warum er das jetzt per se nicht direkt merkt, weil das der Unterschenkel generell ja noch gestützt wird. Aber... ja, hier in den Kommentaren. TB500 unter Bodybuildern schon lange bekannt. Krass. Das war jemand aus deiner Community wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Okay, kriegen wir noch mehr Kontext? Kriegen wir das noch ein bisschen genauer erklären? Es gibt noch ein zweites Reel dazu. Du darfst einmal vielleicht hoch swipen, dann siehst du es vielleicht. Teil 2, doch kein Bruch. Okay, es geht weiter. Wir gucken. Er guckt so in Ultraschall und so. Er sieht auch, die Flüssigkeit wird immer ein bisschen weniger als davor. Und normal, ihr wisst, bei Knochenödem oder Knochenbrüchen macht man gerne immer so einen Klopftest und zuckt so zusammen, so, weil es ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Und die Fraktur ist genau... Ah, hier haben wir es jetzt, ne? Da ist das Knie.
Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Tibia. Also hier der vordere Anteil, Schienbein, da soll wohl der Bruch scheinbar drin sein. Das musst du eigentlich spüren. Ich will lügen, warum soll ich an? Also nein, wir sind ja unter uns hier. Der Knochen ist ja so aufgebaut. Du hast außenrum die Corticalis, das ist der feste Knochen. Mhm. Und innen drin ist das Knochenmark, das ist so weich, wie so ein Schwamm sieht das aus. Dein Bruch ist genau sozusagen in dem roten Bereich. Und an einer Stelle ist er hier mit draußen, das ist das, was wir in der Sonographie gesehen haben. Interessant. Das ist auf einer Stelle. Dann geht er hier durch und auf der anderen Seite ist es noch stabil. Das Ganze ist sozusagen der Bruch, den man dann als schwarze Linie von hier sieht. Ne? Mhm. Das ist quasi so einmal gebrochen. Und dann sagt er so, okay, wir nehmen mal Blut ab und danach gehst du ins CT. Da wird nur dein Knochen untersucht. Also da ist der MRT, sieht man ja auch noch die Muskulatur außen herum. Man sieht so andere Parameter, was man auch noch sieht. Aber beim CT geht es nur um den Knochen. Man sieht nur den Knochen, wie er aufgebaut ist, wie die Struktur ist. Ob da irgendwas gebrochen ist, ob da was angeknackt ist, beschädigt ist, was auch immer. Er sagt so, okay, leg dich mal hin. Er guckt so. Okay. Es kommt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Es handelt sich tatsächlich wirklich um eine kleine Fraktur hier. Wie ich vermutet hatte, das sah vom Bild her einfach so aus, dass das jetzt im Schienbeinbereich ist. Und jetzt, also ein bisschen mehr Kontext will ich noch. Vielleicht Teil 3 von 3 gibt es ja auch noch, ne? Ich glaube, das hat er noch nicht hochgeladen. Oh. Es gibt wahrscheinlich ein YouTube-Video, das wird aber länger gehen. Okay, also, was wissen wir? Definitiv, eine Sache ist klar. Er hat wohl eine ganz leichte Fraktur. Nicht so, dass sie ihn einschränkt. Mit den Schmerzen, ich würde mal sagen, jetzt gibt es tatsächlich immer wieder das Phänomen, dass sich Leute ganz kleine Anteile von irgendwas gebrochen haben, ohne dass sie das merken. Wann merkt man das? Wenn du einen stützenden Knochen hast, der aus seiner Bahn herausbricht, dann macht dir das natürlich unfassbare Schmerzen. Er kann seine Stützfunktion nicht mehr ausführen oder zum Beispiel können irgendwelche Gelenke, die gebraucht werden, nicht mehr benutzt werden. Und im schlimmsten Fall bricht er ja sogar irgendwie aus der Haut raus. Also das ist furchtbar, wissen wir alle. Wenn du einfach in sich durch eine Erschütterung, was zum Beispiel das viele Laufen hätte sein können, obwohl es schon ungewöhnlich ist, aber wir haben halt auch So eine Laufleistung hast du halt eigentlich nicht. Ne? Das heißt, wenn jetzt an sich, wir haben Asphalt, wir haben alles Mögliche, wo du halt wirklich hart auftrittst immer wieder. Wenn du dadurch wirklich so eine kleine Fraktur hast und an sich aber das Ganze in seiner Funktion unbehelligt bleibt, das ist in meinen Augen trotzdem ungewöhnlich, aber nicht unmöglich, dass er davon jetzt nicht viel merkt. Lange Rede, kurzer Sinn, was wissen wir? Offensichtlich hat er sich was gebrochen. Jetzt ist meine Frage, ich weiß nicht, ob Emil das mitbekommen hat, wenn er das denn nicht gemerkt hat, wie kam es denn dazu, dass er den Lauf abgebrochen hat? Er hat schon Schmerzen gehabt beim Laufen. Ich hab den Vlog ein bisschen gesehen. Also okay. Ich habe das schon ein bisschen mitverfolgt, weil ich das auch sehr interessant fand. Und er hat dann gesagt, erstmal, er macht einen Tag Pause. Er denkt, es ist irgendwas Schleimbeutel oder irgendwas, erinnere ich mich, dass es nach einem Tag weggeht. Mhm. Er hat dann zwei Tage pausiert, ist dann wieder gelaufen, ist auch 1 Kilometer oder so gelaufen, offenbar dann mit gebrochenem Bein, ne? Hat er wahrscheinlich nicht gemerkt. Also muss ja krank sein, ne? Dass man mit, keine Ahnung, gebrochenem Bein noch irgendwie 1 Kilometer laufen kann. Hat dann aber abgebrochen, hat sich Leute rangeholt, Spezialisten und so, die dann auch irgendwelche Sachen gemacht haben, wo er auch das überstürzt hat, das bereut hat. Hat er auch gesagt, dass das zu früh war und so. Ich weiß nicht, was er sich geben hat lassen irgendwie. Okay. Vielleicht Insulin oder weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Cortison wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwas. Ja, hat er dann aber bereut. Mhm. Dann ist er jetzt nach Berlin geflogen, in eine Klinik, hat sich da jetzt untersuchen lassen und das ist jetzt offenbar der Befund. Okay, ja, das ergibt natürlich mehr Sinn, dass er natürlich bei zunehmender Belastung dann trotzdem was davon merken sollte, gerade bei dem Aufprall auf Asphalt zum Beispiel, wenn er da joggt. Ja, harte Nummer, das tut mir natürlich leid für ihn, das war auch das Einzige, wo ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass es nicht funktioniert, wenn sein Körper einfach nicht mitspielt. Jetzt natürlich muss man sagen, was sind die nächsten Schritte für ihn und das muss ich sagen, was hier in den Kommentaren so einmal zumindest sehe ich, dass hier angepriesen wurde, ist gar keine so schlechte Idee. Also was brauchen wir jetzt? Ne? Wir brauchen einmal ein Heilungspeptid, vielleicht sogar gleich 2, auch wenn das jetzt nicht primär die Knochen betrifft, glaube ich, kann man damit nichts falsch machen, dass man TB500 und BPC157 einsetzt, damit das alles schneller verheilt. Vielleicht eine erhöhte Kollagensynthese, wodurch wir oder
Das könnten wir durch GHKCU, ein Kupferpeptid, das die Kollagensynthese auch begünstigt, was wir dadurch bekommen könnten. Und dann natürlich Ruhe. Also mit Laufen ist jetzt erstmal nichts. Aber hier wäre wahrscheinlich auch so ein Fall, wo man sagen könnte, auch wenn ich sage, das ist vielleicht nicht die primäre Baustelle, aber es ist definitiv ein Heilungsprozess, der angeregt wird, würde ich eine Dreierkombination aus BPC-157, aus TB500 und aus GHKCU tatsächlich einsetzen. Und wäre er in den USA, dann hätte er das auch bekommen. Hm. Von den Ärzten vielleicht sogar selbst empfohlen. Okay. In Deutschland nicht. Da kriegt er ein Rezept oder was in den USA? Oder? Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon so weit ist, aber ich glaube schon. Und selbst wenn nicht, also da ist man einfach viel offener, was alles angeht. Ja. Es kommt immer darauf an, wer du bist. Er ist jetzt zum Beispiel ein hochgradiger Influencer. Mhm. Wäre er das in den USA, dann hätte der schon 5 Leute um sich rum gehabt, 5 Klar. Ärzte, die gesagt hätten, wir machen das. Oder im Supplement Store einfach. Ja. Ne, dass, wir beaufsichtigen dich, wir machen das, du kriegst das. Hallo, das ist der wäre wahrscheinlich der Sponsor selbst. Ja. Der wäre ganz vorne gestanden und hätte gesagt, ey, hört mal zu, das ist unser Athlet. Der braucht das und das. Der braucht das und wir bezahlen alles. Genau. Wir wollen einfach nur, dass der schnell wieder fit ist und seinen Content weitermachen kann. Ja. Das läuft ja nicht anders in der NFL und was weiß ich wo. Da stehen die Vereine natürlich, die stehen da und sagen, der bekommt so und so viel Kohle. Der soll wieder spielen. Genau. Ja, die haben Ärzte dafür, die haben Leute, die dich wieder fit machen und das machen die genau über solche Sachen. Mhm. Und während das früher einfach Cortisonspritzen und Schmerzmittel waren, arbeitet man heute tatsächlich sehr viel mit Peptiden. Warum? Cortison ist furchtbar. Mhm. Cortison hat extrem viele Nebenwirkungen, ist das entzündungshemmendste Peptid und es kann schnell helfen, aber es schädigt und zersetzt auch Strukturen, in die du es reinspritzt. Deswegen sage ich immer, den Cortison-Joker sollte man nur 1 bis 2 Mal ziehen, weil danach wird es echt gefährlich. Und hier hast du halt die Möglichkeit mit Peptiden, die die Wundheilung oder auch die Kollagensynthese anregen, ein All-in-One-Paket zu schnüren, das der Regeneration des Körpers insgesamt zugutekommt. Und das kann nur förderlich sein. Ja. Das heißt, ich würde ihm schon zusprechen, dass er durch die Kombination von TB500, GHKCU und BPC-157 zum Beispiel in richtigen Dosierungen, zu richtigen Abständen, das müsste man halt alles abstimmen. Man müsste auch gucken, das BPC wahrscheinlich lokal, das TB systemisch und das GHKCU auch systemisch zum Beispiel. Vielleicht sogar eine Weile orales BPC, aber eher nicht. Dass man das einfach so ein bisschen abstimmt und dann guckt, wie er sich entwickelt. Es nicht zu machen, geht auch. Es wird so oder so heilen. Aber ich wüsste nicht, warum. Ja. Außer, dass es in Deutschland halt stigmatisiert ist, solche Sachen zu benutzen. Mhm. Das ist dann so nach dem Motto, ich bin netti, ich nehme sowas nicht. Ja, klar. Bro, das macht nichts Schlimmes. Mhm. So, ne, das hilft dir einfach nur. Und aber ja, das wäre halt das, was, wenn man jetzt zu mir kommen würde, hätte ich gesagt, mach das. Wenn er zu dir kommen würde, jetzt in nächster Zeit, das Video sieht und sagt, okay, ich möchte so schnell wie möglich fit werden, Mike, bitte hilf mir. Würdest du ihm helfen, anonym quasi, oder? Ja, klar. Okay, Ada, also, falls du das siehst. Ruf an. Ruf an. Komm ran. Schreib mir eine Direct Message, ich leite sie weiter an Mike. Und dann schauen wir mal. Ist auch nicht der Erste. Mhm. Also ich meine, wir Bodybuilder haben Erfahrung damit. Ja. Ich habe extrem viele Bodybuilder und nicht nur Bodybuilder, sondern auch tatsächlich Triathleten, Marathonleute, Läufer, Kampfsportler, alles Mögliche schon in Bezug auf TB500 und BPC-157 beraten. Ja. Weil das sind Dinge, die in deren Bubble nicht existieren. Und wenn die durch Zufall auf meinen Content kommen, durch den Algorithmus, weil sie sich vielleicht über Verletzungen informieren und was weiß ich, und plötzlich leuchtet da mein Reel über TB500 auf, das ja auch irgendwie 250.000 Aufrufe hat oder so, und dann denken die sich, und dann schreiben die mir und dann sage ich halt, ja, müsste man halt 6 Monate machen, geht über ein Coaching, ich kümmere mich und dies und das, und dann kriegt man das hin. Ja. So, und also das mache ich andauernd. Nicht nur bei Bodybuildern, sondern bei Sportlern aller Art. Dann wünschen wir das dem Ada mal, dass ihm in dieser Weise geholfen wird, sei es jetzt von dir oder von jemand anderen oder er sich selbst helfen wird. Aber natürlich ist es schade, wenn man so ein Ziel hat und dann durch so eine blöde Verletzung so krass gebremst wird und das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Richtig. Ist schade. Ja. Ist schade, tut mir auch leid, aber ganz ehrlich, das ist nur ein winziger Rückschritt. Mhm. Das wird auskuriert und dann geht's weiter. Mhm. Ist halt so. Jeder Sportler hat diese Wehwehchen immer mal wieder. Also Sport ist Mord, ist ja wirklich so. Die Leute, die zu Hause auf der Couch sitzen, die sind vermeintlich gesund und benutzen ihren Körper nicht. Dafür gehen die halt innerlich kaputt. Und wir Sportler haben halt andauernd irgendwas. Ja. Jeder Sportler ist mal für ein paar Monate raus
ein paar Mal in seiner Karriere, auch wenn er kein Profisportler ist. Wenn du dich körperlich betätigst, ist das ein Risiko. Wenn du dich extrem körperlich betätigst, so wie er das macht, dann weißt du, dass das auf dich zukommt. Das ist zwar die Hölle, die Pause jetzt zu machen, aber ein paar Mal pro Karriere wird das einfach passieren. Ja, ich denke auch, jede Art von Leistungssport ist irgendwo ungesund, sei es jetzt Tennis oder Golf oder was weiß ich was. Richtig. Bodybuilding, Marathon, alles safe. Wird irgendwann früher oder später seine Kosten tragen. Ja. Insofern wünsche ich ihm natürlich gute Besserung auf schnellstem Wege, egal ob mit Peptiden oder ohne, und auf dass er dann vielleicht in anderer Art und Weise einen neuen Versuch wagen kann. Vielleicht wäre es auch wirklich sinnvoll gewesen, dann zu sagen, es ist natürlich geil und sexy, diese Entfernung zu haben, aber es lässt sich auch nicht vermeiden, über Asphalt zu rennen. Ja. Zum Beispiel, was ja unfassbar schlecht ist für Knochen und Gelenke. Und vielleicht hätte man das irgendwie lösen können, dass man halt, er hat wahrscheinlich, er weiß das ja, er hat wahrscheinlich möglichst viele Waldwege genommen und alles, aber irgendwann summiert sich das ja. Vielleicht hätte man, es ist halt langweilig, ja, aber vielleicht hätte man das auf dem Laufband machen müssen oder was weiß ich. Ja, das ist, es ist halt scheiße. Ja, klar. Es ist eine extreme Sache und das erfordert natürlich extreme Maßnahmen, aber das wiederum begünstigt auch extreme Konsequenzen. Ja, ich habe das ja gesehen, der ist ja manchmal nicht weitergekommen und musste dann durch abgetrennte Gebiete oder über Autobahnen und sowas teilweise auch laufen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn du so eine Strecke nimmst, dann musst du in sauren Apfel beißen. Ist so. Ja, gut, wie gesagt, gute Besserung auf jeden Fall. Trotzdem riesen Respekt für den Ansatz dieser ganzen Geschichte, weil es hat ja riesen Wellen damit geschlagen und ich bezweifle auch nicht, dass er es rein konditionell und von seinem Mindset hätte schaffen können, weil er einfach ein Tier ist, muss man auch einfach sagen. Ja. Insofern, wie gesagt, ist nur ein kleiner Rückschritt. Genau. An der Stelle nochmal, wir haben jetzt, also ich habe dem Mike jetzt nochmal ein Video von Ada gezeigt, weil im letzten Video von Ada ziemlich viel drin stand, dass wir nochmal halt auf ihn reagieren sollen. Und wenn ihr das jetzt nochmal haben wollt, ein drittes Mal, wenn das wirklich so interessant für euch ist, dann schreibt's rein, knallt's rein. Und genau, dieses Feedback brauchen wir natürlich, um auch zu wissen, was ihr halt sehen wollt und genau, was ihr interessant findet. Ich fand's wieder sehr interessant, danke dafür, Mike. Und genau, letzten Worte gehören wie immer dir. Jawohl, danke für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall und insofern würde ich sagen, hier gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr dürft gerne ein Abo auf diesem Kanal lassen, wenn ihr den Content geil findet und wenn ihr wollt, dass wir weiterhin jeden Abend für euch Qualitätscontent raushauen, bei dem ihr mit am Start sein könnt, mitdiskutieren könnt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema sagt und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Make it.